Erdner, ich wollte Ich grüße mal, Sie. wie bitte? Ich grüße Sie. Nochmal, was ist passiert? Ich grüße Sie. Einen schönen Ach, guten Tag. ja, pardon, guten Tag. Ja, Ja. jetzt habe ich ganz vergessen, was. Ja, ich habe hier hab so ein Schreiben von Ihnen mit so einer Gewinnnummer drauf. Genau. Gut, und bitte mal zur Volljährigkeit das Geburtsdatum, Herr Gärtner. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wann sind Sie geboren? Das Ihr Geburtsdatum bitte mal, Herr Ja, Gärtner. das ist der 8. Ja. Mai 51. Super. Sind Sie umgezogen, ja? Bitte? Sind Sie umgezogen, Herr Gärtner? Nee, also umgezogen habe ich mich ja heute früh schon. Ich war ja schon einkaufen. Ich meine, ob Sie eine neue Wohnung erhalten haben. So meine ich das. Ach so. Nee, hier ist, sag ich mal, neulich, da ist einer mit so einem blauen Ford Ranger hier, dieser Ja. Ogre Transport, ne, der ist halt hier ja im Prinzip diese Verteilgesichte von der Telekom ja im Prinzip Ja. umgefahren. Ach. Und da, sag ich mal, musste ganz viel neu gemacht werden. Und da haben wir uns in dem Zusammenhang entschließen müssen, eben eine andere Rufnummer Ach anzunehmen. so, einen neuen Anschluss, super, Ja, okay. da ist ja im Prinzip der Rufnummer-Speicherblock, der ist ja umgeben da drin irgendwo und der ist kaputt gegangen, haben die gesagt. Ich Ja, glaube ja, dass okay. die einfach nur zu faul waren, das wieder zusammenzusetzen, weil man kriegt für was Neues ja mehr, als wenn man es repariert, ne? Richtig, das ist wirklich so eine Wegwerfgesellschaft, da haben Sie vollkommen Ja, recht. das ist überhaupt nicht Nee, mehr ist wirklich so, schön. ja, das stimmt. Gar nicht nett. Nee, was man so wegschmeißt, das ist schon Wahnsinn, ja, das ist wirklich so. Ja, ich habe mir ja Gut. beispielsweise angewöhnt, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber auf Dosen ist ja Pfand drauf im Prinzip. Ja, Und ganz ja. viele, sag mal, importieren ja diese Dosen aus anderen Ländern, weil es das da halt nicht gibt, ne? Und die liegen dann hier überall im Stadtpark rum. Und ich habe im Prinzip angefangen, die einzusammeln, ne? Ja, Die finde werden ich. dann hier im Hinterhof werden die dann eingeschmolzen und aus dem Aluminium, da gieße ich dann Eichhörnchen in so einer Form draus. Eichhörnchen, das ist ja putzig. Guti. So, Ja. und Herr Gärtner, ich habe jetzt noch eine ganz tolle Überraschung, denn die wäre. Eichhörnchen? Herr Gärtner, ich habe jetzt auch noch eine ganz tolle Überraschung, denn Sie sind noch zusätzlich in unserer tollen Sonderaktion. Die nennt sich nämlich Premium-Tipp 49. Am 17. August fällt hier der offizielle Startschuss. Und dann nehmen Sie, Herr Gärtner, zum einen jeden Mittwoch und Samstag mit 119 computeroptimierten Tipp rein, Aha. inklusive 10-mal Spiel 77 und 10-mal Super 6 am Spiel um den großen Lotto-Jackpot teil. Herr Gärtner, Sie verpassen somit keine Ziehung und spielen also jede Woche bildlich gesehen mit 20 ausgefüllten Scheinen. Das sind 238 Tipps pro Woche. Und das in unserer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern. Und Gemeinschaft? außer. Wie bitte? Ja, richtig. Also Wie ist wirklich eine ganz. muss ich mir das vorstellen? Ist das im Prinzip wie, bin mit meiner Frau damals immer zum Bingo gefahren? Nee, Sie müssen da gar nicht irgendwo hinfahren. Das geht alles über den Postweg. Ist wirklich mal ganz klasse. Und zusätzlich gehen Sie jeden Samstag, Herr Gärtner, mit Ihren ganz persönlichen Glückstipps an den Start. Ja, Und wenn waren wir Ihre nicht Ziffer. gerade dabei, dass wir in so einer Wegwerfgesellschaft leben? Jetzt geht das alles mit der Post. Kann man da Ja. nicht, sag ich mal, das mit Internet machen? Nee, das geht jetzt alles über den Postweg, Ach ja, so, weil aber. wir haben die Welt ja auch nur von den Eichhörnchen geliehen, ne? Richtig, okay. Ja. Gut, ist Mögen wirklich Sie mal eine ganz. Eichhörnchen? Ja, die sind putzig, Also, richtig putzig. Die ich finde ich habe so hier süß, im Prinzip angefangen, denen auch Namen zu geben, weil ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber die sehen ja. ja nicht alle gleich aus, ne? Und ich beobachte die dann ja quasi, also nicht nur die aus Aluminium, auch die Ja. richtigen, denen ist das ja im Prinzip nachempfunden. Naja, klar, das ist so wie Katze und Hund, ja, die sehen Ja, alle ja. unterschiedlich aus, da haben Sie vollkommen Es recht. ist im Gut. Prinzip ist das ein braun-weiß gestreiftes Kakadu-Hörnchen, an dem ich jetzt gerade arbeite. Mir ist nur das braun-weiß ausgegangen. Das muss ich mir Oh je. bestellen.
Gut, okay. Und das ist hier eine Aktion. Das ist hier nämlich ja Gärtner Lotto. Zu Konditionen kriegen Sie nirgendwo auf dem freien Markt. Wirklich mal ganz, ganz klasse. Was Und außerdem, war das gerade, bitte? das ist Lotto. Zu Konditionen kriegen Sie nirgendwo auf dem freien Markt. Wirklich mal ganz, ganz klasse. Aha. Und Herr Gärtner, außerdem haben Sie dann noch die Möglichkeit, mit der Premium Card Pro super Punkte zu sammeln. Was zu Sie machen? erhalten. Sie können hier Punkte sammeln. Sie erhalten für jeden gespielten Monat Bonuspunkte. Hunde? Nee, Bonuspunkte, nicht Hunde, Bonuspunkte, Bei Netto? die Sie. Nee, Bonuspunkte, die Sie ganz einfach und ohne Zuzahlung in tolle Markenprodukte eintauschen können. D-Mark? Nee, Bonuspunkte, wie zum Beispiel, da haben wir nur hochwertige Artikel. Ja. Und wie gesagt, das können Sie für jeden gespielten Monat bekommen Sie Bonuspunkte, die Sie ganz einfach und in tolle Markenprodukte eintauschen Also können. das ist dann quasi konvertierbar, meinen Sie, ne? Genau Wie viel richtig. gibt's denn Und da im Monat von? ja gut, für jeden gespielten Monat bekommen Sie einen Bonuspunkt, ist wirklich mal ganz, ganz Ja, klasse. und wie viel braucht man, dass man da was für kriegen kann? Ja gut, das ist immer, da bekommen Sie ja noch einen Katalog zugeschickt und wir haben hier wirklich tatsächlich nur hochwertige Artikel, sage ich jetzt mal, von den Bereichen Küche, Haushalt, Bad, Werkzeug, Garten, Multimedia, wirklich mal ganz klasse. Aha, So, also ich und habe ja im Prinzip auch noch, ich bin da ja sehr umtriebig, weil Sie ja. gesagt haben, man kann das eintauschen. Ich habe ja im Prinzip auch noch 7 Hühnerpunkte und 2 Hahnenpunkte. Kann ich die da auch mit einbringen? Hühnerpunkte, Hahnpunkte, oh, das ist mir jetzt neu. Gut, also wie gesagt, ich schicke Ihnen das Ganze zu, Also das ist ist ja wirklich mal. im Prinzip ist das ja so eine Währung wie diese, ich weiß nicht, ob Sie das aus dem Internet kennen, diesen Bitcoin. Da wo da so eine Was? Münze, wo da so ein Hund drauf ist, ne? Und das gibt es ja Ach im so, Prinzip, ja, ach so, gibt es ja. das ja auch mit Hühnern. Und da ist das Aha. halt, das ist ja wie damals Pfennig und D-Mark, ist das halt unterteilt in Hühnerpunkte und in Hahnenpunkte, ne? Da gibt es ja, sag mal, wie damals, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da gab es zu Fußball und zum Tennis immer solche Sammelhefte. Und wenn man das im Prinzip voll hat, dann kann man das eintauschen. No, nee, also das ist hier praktisch, was ich Ihnen vorstelle. Das ist eine ganz tolle Aktion. Die nennt sie, das ist Lotto. Zu Konditionen kriegen Sie nirgendwo auf dem freien Markt. Und eine wichtige Frage, Herr Gärtner steht noch aus, sicher auch Ihre nächste. Entschuldigung, was setze ich ein? Herr Gärtner, Naja, Protium, im also je. Prinzip, ich habe jetzt ja zum Einsetzen, ist ja heute, ist ja der 21.6. Ja, Also heute ja. gibt es im Prinzip das gezuckerte Perlhuhn. Ich habe nur den Aufkleber irgendwo liegen lassen, den muss ich da noch einfügen. Das gezuckerte Perlhuhn, okay. Das ist ja Gut, im also Prinzip wie. so ein Codewort, ne? Das steht ja im Prinzip im Hühnerkalender für gutes Wetter und Zuversicht. Ich Okay, habe da ja im gut. Prinzip, das ist ja, das Wort Sekte nehmen wir nicht so gerne in den Mund, aber das ist ja, sag ich mal, eine sehr spirituelle, rituelle Verbindung, die wir Ja, ja im ja. Prinzip hier, wir haben ja den Hühnerhof hier im Vorort, ne? Und da holen wir uns halt immer die frischen Eier her, ne? Super, gut, dann weiß man, was man isst. Aber das ist hier jetzt kein Hühnerhof. Das ist jetzt Lotto. Zu Konditionen kriegen Sie nirgendwo auf dem freien Markt. Und Herr Gärtner, hier können Sie mal richtig super gewinnen. Und wie gesagt, also pro Ziehung, also je Mittwoch, Samstag sind das bei uns gerade mal 2,41 € für das komplette Paket. Also Also für bildlich eine gesehen. ganze Packung, ja, sind da 12 oder 18 drin bei Ihnen? Na, das ist Lotto. Also Also wie ich gesagt, habe ja also. immer die Medium-Freilandhaltung, immer eine 18 Stück. Wenn Sie Wir die verkaufen. nachher dann vielleicht noch bringen könnten, weil meine Frau wollte nachher Pfannkuchen machen. Und ich würde Aber Herr dann, Ger weil mein Enkel kommt heute nicht, wenn Sie dann, sage ich mal, noch ein Kännchen Milch mitbringen würden, wäre das, sagen wir mal, sehr freundlich, ne? Okay, aber Ja. es geht jetzt hier nicht um Eier, ja? Das haben Sie jetzt schon Ja, das haben mitbekommen. Sie ja so notiert. Jetzt geht es ja im Prinzip um die Ziegenmilch. Da hätte ich ja, sagen wir mal, so einen halben Liter dann gerne auch noch.
Okay, Und okay. Steckrüben wären auch, wenn, sind die schon wieder in der Saison gerade? Gut, Herr Gärtner. Gut, dann erlauben Sie mir bitte noch eine Frage zum Abschluss. Herr Gärtner, dürfen wir Sie natürlich auch jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Was Dürfen ist wir das? denn widerruflich anrufen? Was muss ich mir Naja, Sie können darunter vorstellen? es jederzeit natürlich zurücknehmen. Das geht Das ja heißt aber nicht, wenn ich widerruflich. Sie nicht anrufen darf. Wenn wir Sie anrufen dürfen. Also gibt es da denn, sag ich mal, so eine Art Aufwandsentschädigung dann dafür? Also ich bin ja auch bereit, da wieder in Johannisbeeren mich bezahlen zu lassen, wie er das letzte Mal, als ich da, sag mal, bei Ihnen die Eselgruppe betreut habe, ne? Herr Gärtner, Ja. gut, alles klar. Herr Gärtner, ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche und vor allem bleiben Sie gesund, ja? Ja, das werde ich auf jeden Fall. Das haben mir die Eichhörnchen ja zugesichert. Na, Jetzt ist sehen ja Sie die nach. Frage, wo ich bin ja jetzt mit dem anderen aus Bronze, bin ich ja fertig. Wo soll Ja. ich das denn hinschicken jetzt da bei Ihnen? Haben Sie da mal eine Anschrift? Oh nee, das habe ich jetzt leider nicht. Also Oh. bei uns, wir haben hier Lotto im Angebot und Gewinnspiele. Ja, Wir ja. verkaufen keine Eichhörnchen, Nee, nee, ja? das sollte es ja im Prinzip also wie meine Visitenkarte, dass Sie das da ausstellen zu Werbezwecken. Hm. Weil das muss Okay. ja mit dem Vertrieb auch mal vorangehen, ne? Vielleicht können wir uns da ja auch, dass das bei Ihnen, also quasi neben der Milch und der Eier, dem Eierautomaten, ich könnte mir auch vorstellen, quasi Hühner in Bronze zu gießen für Sie, dass Sie da, das was ich da sage, wir gehen ja dann mit Ja. meinem Enkel abends immer Kabel klauen überall. Und dann Was Kabel schmelzen, klauen? ja, dann, das ist ja Kupfer drin, ne? Dann schmelzen wir das ein und dann können wir da, also sagen wir, ich habe ja, sagen wir, geringe Anschaffungskosten. Oh Wir je, können das da habe ich ja jetzt aber schon nicht mal. gehört, dass Sie Kupferdraht klauen. Das habe ich jetzt nicht gehört. Nee, nee, nicht Okay. Draht, das sind ja im Prinzip Kabelstränge. Die Ja, bauen hier gut. ja gerade die Bahntrasse neu. Und die sind da immer die Kabel am Verlegen, aber das fällt ja Ja. gar nicht auf, wenn da am nächsten Morgen so ein paar Meter weniger sind. Ne? Das ist halt sukzessive, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ne? Richtig, okay. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem Enkelchen und mit den Eichhörnchen und bleiben Sie gesund, Sie ja, haben Herr die Gärtner? Hühner vergessen in der Aufzählung. Die sind ja Ja, im und die Hühner, Prinzip ja, das, richtig. das Glücksomen. Und ich weiß Okay. nicht, ob Sie das wussten, aber böses Omen ist ja im Prinzip die Mehrzahl von böse Oma, haben wir neulich im Seminar gelernt. Ja, richtig. Okay. Ne? Gut, dann bedanke ich mich. Tschüss, auf Wieder, ja, Wiederhören. bis dann. Ich komme Bis dann, nachher tschüss. dann lang, ne? Tschüss. Ja. Boah, Alter, wie lange das dauert, bis die aufgeben. Unglaublich.